Prinz der gefleckten Unterhaltung. Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Wir gehen rein in den Einzelspieler. Nach Battlefront 1 werden wir jetzt Battlefront 2 spielen. Ich weiß ganz genau, welche Maps wir spielen. Eroberung, Klonkriege. Ja. Dann müssen wir aber noch das hier spielen. Nein, wir lassen die beiden. Das Geile an dem Star Wars Battlefront war, du konntest halt wirklich... Wie heißt's? Achtung. Tut mir leid, Klone. Das war's halt mit dem. Nein, das Geile in dem Spiel war, du konntest, galaktische Raumschlachten machen. Shit. Ich, wollte eine andere Ansicht hinzufügen. Weiß aber gerade aus dem Kopf nicht mehr, wie das funktioniert. So, ja, Klassenänder mit Y. Wir sind da. Achtung, Aufpassung. Und man sieht schon, grafisch ist es ein Riesensprung. Es war damals schon ein riesiger Sprung. Guckt es euch an. Das hier war meine Kindheit. Battlefront habe ich auf der PS2 gezockt. Und das nicht wenig. Achtung, Granate. Aufpassen. Weiter geht's. Nein, shit. Shit. Alles klar. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen defensiver spielen. Wir nehmen mal ihn hier. Und wir können sprinten. Eine Neuerung, die wir nicht in den ersten Star Wars Battlefront machen können. Darf Maul! Und man konnte Helden spielen. Das ging auch. Okay, wir müssen aufpassen, weil Darf Maul. Darf Maul ist Darf Maul, ne? Okay, also diese Aufnahme läuft nicht so, wie sie sollte. Ich würde sagen, wir gehen erstmal einen Feuchten drauf und machen einen kleinen Weg. Versuchen den Kommandoposten rum wieder zu kriegen. Obwohl ist ja auch. Da ist Darth Maul wieder. Aufpassen. Auch wenn es natürlich auch wichtig ist, dass wir nicht jede Runde gewinnen. Oh, oh, wir haben kaum noch Leben. Schaut es euch an. Dieser Droide gibt uns Leben und der da gibt uns Munition. Für den Kanzler. Für die Galaktische Republik. Bitch. Aufpassen. Droidikas von allen Seiten. Wow. Dieser Kommandoposten wird jetzt hier im Team. Nice. Noch 3 Punkte zum Freischalten. Alles klar. Wir haben den einen Weg gecuttet. Das heißt, da vermutlich die falsche Entscheidung. Und jetzt für die Truppen. Verlieren wirklich noch. Das darf nicht sein. Das heißt, wir nehmen erstmal den Standardtruppler. Ja! Freunde, wir sind Obi-Wan Kenobi. Da, 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 da. Jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen, das Blatt zu wenden. Klontruppen, ihr dürft nicht in den Weg kommen. Das ist sehr wichtig. Oh, das war so cool. Und dann hast du hier Splitscreen mit deinen Freunden gezockt. Einer war Anakin Skywalker, geht natürlich nicht, aber Darth Maul und Obi-Wan Kenobi. Das war, als ob man Teil 1 irgendwie nochmal wiederholt, ehrlich. Und sozusagen, wenn du die Droiden tötest, bekommst du sozusagen dieses Lichtschwert. Das Lichtschwert ist unser Leben. Nachtschub haben wir auch. Auch ein
wunderbar. Achtung. Arrivederci. Oh, das kommen so richtig Flashbacks. Ich hab so Bock, gerade den dritten Teil von Star Wars zu gucken, ne? Hallo? Oh, okay. Das war knapp. Was denn haben wir? Wir nehmen weiter in den Kommandoposten ein. Okay, die Truppen. Das darf man. Tja. Ihr wisst wohl, was das heißt. Wir suchen jetzt Darth Maul. Alles klar, wir haben den soweit. Ich glaube, die Klonkrieger haben Darth Maul getötet. Aufpassen. Das war gut. Das war sehr gut. Das war ebenfalls nice. Uff. Okay, den haben wir. Ganz entspannt. Ihr merkt, dass ich vielleicht nicht viel rede. Ich versuche mich gerade echt zu konzentrieren, um mir wenigstens noch etwas Gameplay zu reißen. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, der Shotgun. Wieder hat Obi-Wan Kenobi gekillt. Alter. Hier hin. Und jetzt sind wir Commander. Oh, mit einem Grafikbug. Oh. Okay, ist auch ein Commander. Vorrücken Männer. Das sind nur zwei Klone. Da war noch einer. Zwei Druiden. Scheiße. Einer nur noch. Der letzte Druide. Dann haben wir diese galaktischen Kampf gewonnen. So, damit sind wir mit der ersten Runde fertig. Wir haben 72 Abschüsse. Ne, 49 Abschüsse und 6 Tode. Schon cool. Jetzt geht es rein in die Rebellion. Auf dem Todesstern. Aufpassen, Männer. Klontruppen. Und ihr seht wirklich, also zumal ist es ein wirklich krasser Grafiksprung. Könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vor allen Dingen, habt ihr denn überhaupt den Grafiksprung mitbekommen? Habt ihr den ersten Teil des Videos geguckt? Wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Ist oben vor allem mit. Irgendwo im Video, meistens bei 10 Minuten, wird sozusagen das Video angezeigt. Ne? Und ja. Guckt mal vorbei, würde mich freuen. Könnt ihr gerne bewerten, kommentieren. Cool wäre ein Like da lassen, unterstützt mich. Und ja, ich würde sagen, dann wird demnächst Skywalker ins Schlachtfeld kommen. Luke Skywalker mit dem grünen Lichtschwert. Guckt euch das an. Alter, jawohl. Nehmen den Kommandoposten ein. Lol. Nein! Ich hab einen Rebell abgeschlachtet. Geht mir aus dem Weg. Ich hab. Versuche zwar nur die Dings zu töten, aber. Wow. Das ist gar nicht so leicht. Jetzt auf jeden Fall spawnen keine von denen mehr hier. Entspannt. Wow. Alles klar. Das haben wir soweit. Schaltet die Hilfsmedikamente für die Klontruppen aus. Nein, das war's. Oh mein Gott, wir haben noch zwei mitgenommen. Alter, habt ihr gesehen, wie viele das auf einmal waren? Wir nehmen ihn hier. Okay, das war ein schlechter Chewbacca. Ja.
Oh mein Gott, Pumpgun. Alter. Der hier hatte was ganz Besonderes an sich. Ich zeig euch das mal. Das war etwas, womit nicht jeder umgehen konnte. Aber wer damit umgehen konnte, hatte gewonnen. Das ist wie so ein LOL Flammenwerfer. Auch wenn ich diese Rasse, die wir da spielen, aus dem Star Wars Universum, nicht ganz verstehe. Aber das war schon was Besonderes. Wer damit, wie gesagt, umgehen konnte, hatte gewonnen. Die war echt stark. Granate! Wow. Granate! Das war wohl Karma. Ich habe mein Team umgebracht. Das war eindeutig Karma. Wir hätten es sogar noch geschafft, weil das Spiel ist irgendwie viel schneller. Wisst ihr was, dann hängen wir einfach nur eine galaktische Raumstation drüber. Oh ja. Piss dich. Die letzten Klone. Scharfschütze. So, wir machen das jetzt so, wir beenden das einmal. Weiter ohne Speichern. So, wir gehen jetzt in den Sofortansatz, weiter ohne Speichern. Wir fügen hinzu. Jetzt noch das Highlight von Star Wars Battlefront, was halt wirklich immer geil war. Angriff. Und zwar gehen wir jetzt in den Luftraum Kashyyyks. Ich würde sagen, wir sind die Republik. Und ein normaler Klontrupper. Seid ihr bereit? Was machen wir? Wir gehen in den Jedi Starfighter. Ich würde nur ganz kurz gucken. Spieleroption. Hier würde ich nicht gerne mit der externen. Oh, wow, wow. Was eine Steuerung. Wow. Alles klar. Was ist das? Langsam, langsam. Das war's? Autogeschütz, alles klar. So, Fakt ist, bei diesem Spiel musst du jetzt sozusagen die oder das gegnerische Team ausschalten, aber auch die Schiffe demolieren. Kaputt machen. Aufpassen. Nehmen Verfolgungsjagd auf. Es ist nicht leicht, es ist wirklich nicht leicht. Unsere Fregatte wurde zerstört. Verfolgungsjagd ist schief gelaufen. Ne, da ist er noch. Krieg es aber auch nicht geschissen, Alter. Die Steuerung ist so kompliziert beim Fliegen. Aber ich möchte gerne. Ja. Okay, wir haben zwei Leute bei uns im Team. Ich X drücke. Aufpassen. Ja, wir haben ihn. Nice. Alles klar, auf die Schilde feuern. Nachdem wir die Schilde haben, können wir weiter. Feuer frei, Männer. Jawohl. Achtung. Für die Republik. Ah. Beschleunigen, nice. Die kommen näher. Okay, zum Meer. Für die Republik. Aufpassen. Unsere Schilde wurden deaktiviert. Gut. Freunde, wir machen jetzt etwas sehr Gewagtes. Und der ist fast kaputt, nice. Feuer frei. Ihre Fregatte wurde zerstört. Ihre Fregatte ist zerstört. Das heißt, wir haben freies Schussfeld. Wir sind eindeutig in der Überzahl. So, naja. Nein! Oh mein Gott. Raus hier, raus hier. Aussteigen. Wir sind im feindlichen Lufthansa.
in der feindlichen Kathedrale. Zentrale, was weiß ich. Feuer frei! Hier seht ihr nochmal die Egos-Perspektive. Nice. Und das Geile hier dran war halt wirklich, du konntest hier rein. Lade nach. Geschütze an den Decken. Wir schießen von den Decken. Das war halt auch geil, wenn du dich dann sozusagen... Auch die Galaxieeroberung werde ich nie vergessen. Automatisch Verteidigungs... Hauptrechner. Autoverteidigungs. Genau. Hier müssen wir jetzt sozusagen in dem Schiff die Mechaniken zerstören, damit wir das hinbekommen. Granate! Für die Republik! Nice, das waren wir. Das ist nicht gerade Frage. Ey, 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 ey. Können wir den annehmen? Nein, können wir nicht. Wir heilen uns ganz kurz. Auf. Jawohl. Nice. Auf entspannter Reno. So habe ich das immer gemacht, weil das mit dem Fliegen war cool, aber auch sehr kompliziert. Alles klar. Lebenshaltungssysteme. Attackieren. Granate. Granate. Vier Stück. Wurf da. Ich lade nach. Müssen aufpassen, dass keine Druiden kommen. Guck mal, wir sind Rex noch in Soldatenuniform. Und bei Star Wars Battlefront 2, es gab so viele Mods. Müssen wir auf YouTube suchen. Das war krass. Das war wirklich krass, was es hier an Mods gab, ne? Also, da war Cody und Rex waren nebenbei. Ja. Guck mal, und er ist immer noch hier. Wie geil ist das denn? Gut, das haben wir. Ist es hier drüben drin? Da müssen wir auch noch hin. Automatisches Geschütz ist tot. Feuer frei! Und für so ein altes Spiel, Leute, glaubt mir, das hat so einen Spielspaß. Hm. Klar, man sollte vielleicht manche Spiele in Erinnerung behalten, ne? Aber wozu bist denn da? Ich mach das doch für YouTube, damit ich mir das in Zukunft angucken kann. Stell dir mal vor, ich kann irgendwann keine Games mehr zocken, weil ich irgendwas hab, ne? Und dann kann ich mir wenigstens meine eigenen Videos angucken. Das ist schon geil. Unsinn, ne? Achtung, es spawnt. Vorsicht, aufpassen. Wohin? Alles klar, wir gehen wieder zurück. Den letzten nehmen, was wir haben. Bacta-Tank. Und wir haben aufgefüllt. Und das heißt Fire. Und Fire. Freunde der gepflegten Unterhaltung, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr das Spiel? Habt ihr das auch mal gespielt? In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Achso, ganz kurz nochmal. Das war mein Lieblings... Ja, das war mein Lieblings... mein Lieblingsflugzeug in dem ganzen Spiel. Auch wenn wir gerade direkt gestorben sind, aber du das jetzt mal gesehen habt mit der MG dran. Ihr werdet kommentieren, schreibt mir in die Kommentare, wie fandet ihr die Reihe, wie fandet ihr das Spiel allgemein und was ist euer Lieblingsteil. Bis dann, Antenne.